Ja, ich glaube, wir sind super reingekommen in die Partie, schnelle zwei Tore gemacht. Und dann, glaube ich, ab der 10 Minute haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Der Gegner war eigentlich schon mausetot, bringen sie dann wieder zurück. Ja, und da muss man sagen, alle vier Tore haben wir selber gemacht heute. Ich fand, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, gehen gleich 2-0 in Führung. Retten das über die Halbzeit, bringen das über die Halbzeit. Waren eigentlich nie irgendwie gefährdet. Und dann bekommen wir das 2-1 und wir hören auf zum Fußballspielen. Und ja, was soll ich jetzt nach so einem Spiel sagen? Es ist halt schwierig, die richtigen Worte zu finden. Nach dem 2-1 haben wir dann die Riesenmöglichkeit auf 3-1. Im Gegenzug kriegen wir das 2-2. Und das zieht sich schon wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Ja, ich glaube, wir haben uns nach dem 2-0 einfach zu sicher gefühlt. Hatten in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nur noch eine einzige Torchance von Christopher Nöte. Ja, und das ist dann zu wenig. Da muss man einfach cleverer spielen, das 2-0 nach Hause fahren und gut ist, oder das dritte hinterher schieben. In der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht den nötigen Nachdruck verabsäumt und ja, das blöde Gegentor bekommen. Aber ja, Tore kann man kriegen, sage ich mal. Aber ja, wir haben dann die Chance aufs 3-1. Das machen wir nicht. Ja, im Endeffekt das 2-2-Ausgang, mit dem wir nicht zufrieden sein können, der Verein nicht zufrieden sein kann. Ja. Und jetzt stehen wir wieder da mit einem Punkt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Spiele zu spielen. Wir haben immer gesagt, es geht bis zum letzten Spieltag die letzten fünf, sechs Mannschaften. Ja, und das heißt jetzt, klar, es ist ein schwerer Schlag für uns. Wir hätten hier gerne gewonnen. Die Voraussetzungen waren super am Anfang. Und ja, jetzt heißt es wieder Köpfe hoch und im nächsten Spiel gewinnen. Nein, im Leben geht es immer weiter. Ich glaube, wenn jetzt alle sagen, sie wollen aufhören zum Fußball spielen, dann bringt das auch nichts. Wie ich vorher gesagt habe, Brust raus, Kopf nach oben und es geht weiter. Und es sind noch, wie gesagt, viele Runden und nur müssen wir halt anfangen, drei Punkte zu machen und nicht einen Punkt.